Herzlich willkommen zu unserem Video zur Einrichtung, Konfiguration und zum Test von SVMDR. Dafür werde ich einen Ausfall auf einem Cluster simulieren und die Daten einer SVM über einen anderen Cluster zur Verfügung stellen. Dazu werde ich die Oberfläche des On-Command System Managers nutzen. Wie man sieht, haben wir vorab zwei Cluster erstellt. Links sieht man den Source Cluster und rechts den Zielcluster für unsere Replikation. In dem Source Cluster sind mehrere SVMs erstellt. In unserem Beispiel werden wir die CIVs produktiv nutzen, mit dem Volume Abteilung 1 und dem Share Abteilung 1. Dieser Share ist erreichbar und auch beschreibbar. Ich kann einen Ordner erstellen. Auf dem rechten Cluster ist weder eine SVM noch ein Share vorhanden. Es gibt keine Daten im Zielcluster. Der erste Punkt für die Einrichtung von SVMDR ist nun unter dem Punkt Configuration ein Cluster-Peer zu erstellen und beide Cluster miteinander zu verbinden. Dafür habe ich vorab ein Intercluster Live erstellt. Zusätzlich muss das Intercluster Live des Zielclusters angegeben werden und eine gemeinsame Passphrase zur Verifizierung. Nachdem das Peering gestartet worden ist und abgeschlossen ist, muss dieses unter dem Zielcluster noch bestätigt werden. Dafür gehe ich wieder unter den Punkt Cluster Peer und erstelle dort wie vorhin ein Cluster Peer, nur dieses Mal mit der Intercluster Live von dem Source Cluster und mit der gemeinsamen Passphrase. Abschließend muss das Peering unter dem Source Cluster noch validiert werden. Der nächste Schritt ist nun, der SVM die Erlaubnis zu geben, dass diese über den SVMDR repliziert werden darf. Dafür gehe ich unter den Punkt Manage SVM Permissions und wähle die entsprechende SVM aus. Wie man sieht, sind bis jetzt noch keine Daten im Zielcluster vorhanden, weder eine SVM noch ein Share. Nun erstelle ich ein SVMDR Relationship. Das mache ich über den Punkt Protection. Wie man nun sieht, gibt es verschiedene Typen des Relationships. Einmal Mirror und Mirror and Vault. Mit Mirror kann ich den Zielcluster nur als Disaster Recovery nutzen, während mit Mirror and Vault zusätzlich ältere Versionsstände im Zielcluster gespeichert werden. Weiterhin überprüfe ich, ob der Source Cluster der richtige ist und die richtige SVM ausgewählt ist. Da im Zielcluster eine neue SVM erstellt wird, kann ich im nächsten Punkt nun festlegen, welche Daten der Source SVM repliziert werden sollen. Dafür habe ich drei Möglichkeiten. In der ersten wird die gesamte Konfiguration mit den Lives übernommen. In der zweiten werden die Lives nicht mitgenommen, falls zum Beispiel eine andere Netzwerkkonfiguration in der DR-Seite besteht. Und in der dritten kann ein anderes Protokoll in der Ziel-SVM benutzt werden. Da in unserem Beispiel der Share nach einem Ausfall im gleichen Netzwerk zur Verfügung stehen soll, wähle ich aus, dass die Lives übernommen werden sollen. Nun erstellt sich der SVM Relationship und auf der Zielseite erstellt sich eine Read-Only SVM.
welche nur durch das SnapMirror-Protokoll beschrieben werden kann. Da der Transfer der Daten jetzt begonnen hat, warten wir, bis alle Daten übertragen worden sind und der Status SnapMirrored und Idle ist. Unter dem Punkt SVM können wir nun sehen, dass sich die Read-Only-SVM gerade erstellt. Die Übertragung ist nun fertig. Nun möchte ich demonstrieren, wenn der Source-Cluster ausfällt, wie die gleichen Daten über den Zielcluster zur Verfügung gestellt werden, sodass auf diesem weitergearbeitet werden kann. Momentan läuft die SVM noch, der Share ist erreichbar und ich kann eine Datei erstellen. Und nun, nach dem Deaktivieren, ist der Dienst nicht mehr erreichbar und der Windows Explorer hängt sich auf. Der erste Schritt ist nun, die Daten, welche sich seit der letzten Replikation geändert haben, nachzureichen. Das mache ich über den Punkt Update unter Operations. Der nächste Punkt ist nun, nachdem die Daten übertragen worden sind, die SVM auf der Zielseite zu aktivieren. Dafür gehe ich auf den Punkt Activate Destination SVM. Dieser zerstört den Relationship und macht die Ziel-SVM beschreibbar. Jetzt ist noch das Feld vom Windows Explorer im Weg, da dieser sich aufgehängt hat. Nun startet die SVM und stellt alle Daten exakt gleich wie im Source Cluster mit den gleichen Protokollen, Shares und Lives zur Verfügung. Das bedeutet, dass der Share, welcher vorhin noch ausgefallen war, unter der gleichen IP und dem gleichen Pfadnamen wieder erreichbar ist und dass nun dort wieder weitergearbeitet werden kann. Wie man sieht, kann ich nun wieder einen Ordner erstellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.